in der letzten Episode. Was ist das denn? Da taucht ein Baum auf. Aus dem Nebel. Ja, ja, natürlich. Und so geht's weiter. Ja, damit herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus. Die Nacht hat gerade begonnen. Echt, haben wir nur ganz kurz gepennt. Das ist ja schön. Ja, jetzt ist die Frage, ich habe eine neue Aufnahmesession. Haben wir jetzt schon alles von hinten geholt oder müssen wir nochmal los? Verdammt. So ein Mist. Ich glaube nicht, dass wir alles haben. Oder bin ich da jetzt völlig falsch? Also hier ist halt Kleidung, hier ist ein bisschen Werkzeug. Das sieht nicht danach aus. Wie sieht das Inventar aus? Das sieht ja sehr aufgeräumt aus. Pilze. Haben wir schon... Wir haben schon was vorgeschafft. Kann das sein? Dann war das doch alles. Okay. Alles klar. Gut, was war hier drin? Oh ja. Das sollten wir vielleicht wieder mitnehmen. Weil, dann würde ich sagen, dann ziehen wir weiter, ganz ehrlich. Also, es ist zwar jetzt dunkel, ich weiß. Too heavy. Aber wir können auch in einer anderen Höhle schlafen. Das ist gar kein Problem. Ja, die ganzen Schuhe. Sind wir sicher, dass wir schon alles haben? Ja, so viel Holzkohle. So, und sonst, feels like a lot of gear. Ja, das wird jetzt auch nicht besser, weil wir nehmen das Zeug mit. Wir brauchen das noch. Naja, 55 Kilo, was willst du machen? Ich glaube, wir hatten das schon weiter vorgeschafft, oder? Wir sind ja mit den Wölfen kollidiert. Naja. Ich war halt nicht so schlau und habe an der letzten Folge der letzten Aufnahmesession verlautbart, was wir getan haben. Wie so eine Art Resümee. Naja, gut. Dann müssen wir halt so durch. Macht ja nichts. Ist halt ein bisschen dunkel. Aber es geht, es ist nicht so extrem. Ja, ja, der feine Herr. Die Pferde liegen da unten, Junge, die nehmen wir noch auseinander. Und lagern halt. Nehmen wir die Felle mit? Ich weiß es nicht. Ich meine, das wäre zwar lustig als Trophäen, aber letzten Endes brauchen wir es ja eigentlich nicht. Die Därme werden mir wichtiger. Vielleicht brauchen wir die ja eher. Zum Reparieren, zum Angeln. Wobei, zum Reparieren ist ja eigentlich auch Quatsch. Wir haben ja gar nichts. Wie repariert man eigentlich... Nee, falsch. Wie repariert man eigentlich... Ach, der läuft unter Kleidung. Kann das sein, der Sack? Ja, hier. Wie repariert man den? Mit dem getrockneten Leder? Ach so. Na gut, unter den Umständen. Ja, die Sonne geht unter. Das ist deutlich zu sehen, dass die Sonne gerade untergeht. So, wie sieht's aus? Da unten. Theoretisch soll das ja eigentlich jetzt frei sein. Ich meine, wir haben ja da aufgeräumt. Wir müssen mal gucken, wo das Viehzeug liegt. Es wird auch dunkler. Noch dunkler, ja. Eine sehr finstere Nacht wird das wahrscheinlich heute. Was ist denn das hier? Ach, ist das das andere Zeug? Naja, Tatsache. Okay, dann machen wir es erstmal so. Wir schmeißen das jetzt erstmal raus. Ne, wir machen das noch A bis Z. Das ist... So, ich habe mal die anderen Schuhe genommen. Die sind zwar ein bisschen nass, aber die sind ein bisschen besser. Aber die könnte man auch so langsam aufmöbeln. Wieso schon? Ach so, wegen der Wolfskämpfe haben die Kleidung schon wieder gelegt. Na, ist ja hervorragend. Weil wir stehen auch noch bei 26 und 10%. Was ist denn das hier? Ah ja, das sind Lackporlinge. Ah ja. Alter Schwede. Boah, ist das finster.
Alter, nein, was sagt die Temperatur? Die ist immer stabil. Okay. Ja, natürlich immer ein Haufen, noch ein Haufen Stuff bei uns. Achso, das ganze Werkzeug gezockt. Ja, okay. Wir gehen jetzt erstmal zu dieser Schluchthöhle. Problem ist halt, wir können halt so nicht wirklich viel schlafen und ich werde dann lieber die Zeit noch ein bisschen sinnvoll nutzen. Aber alter Schwede, ist das finster. Wo sind denn die Wölfe gefallen? Ja, das sehe ich natürlich erst recht nicht. Vor allem, heute ist wieder so ein schöner Sonnentag. Da sehe ich noch weniger, weil, ja, wenn die Sonne reinscheint und mich anscheint, müsste ich wahrscheinlich irgendwas Finsteres anziehen. Na ja, gut. So, dann würde ich sagen, dann schmeißen wir hier nochmal Werkzeug raus, was wir jetzt nicht brauchen. So, ah ja, noch eine Pfeilspitze. Was immer noch viel Stuff-Material. 26 Pilze. Oje, oje. Die muss ich alle wieder aufnehmen. Joho. Ach, das haben wir auch schon. Gebastelt. Ja, ich schmeiß das jetzt mal dazu. Ach du Schande, 60. Alle dieselbe Prozentzahl. So, wir gehen mal in dieses schwarze Loch hier. Hilfe. Ach, tatsächlich haben wir so viel Leuchtmaterial. Okay, dann machen wir das rückwärts. Hilfe. Ja, hallo? Da sind wir schon am hinteren Höhlenrand. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal hier hin. Machen das ein bisschen so. Eieiei. Okay, dann würde ich sagen, sollen wir gleich schlafen oder machen wir, sollen wir erst die Schlafung machen? In der Hoffnung, dass es heller wird? Ja, wahrscheinlich ist das sinnvoll. Was haben wir zu essen? Nur das. Ja, ist natürlich blöd. Deswegen wäre das mit den Wölfen noch praktischer. Hallo. Das ist jetzt, glaube ich, aber nur Wind, kein Blizzard. Wir schlafen aber erstmal nur zwei Stunden. Na gut, mit der Temperatur vielleicht drei. Naja, wir haben einen Blizzard. Es ist heller geworden. Was sagt die Temperatur jetzt drin? 11 Grad, okay. Ja, wir haben nur noch unser Erfrierungsrisiko, weil wir immer noch kein. I could eat anything right now. Was kannst du noch schlafen? Nochmal drei Stunden. Kein Feuer gemacht haben. Ja, es ist leider immer noch finster. Okay, wir machen das jetzt also. Wir warten mal und vielleicht hört der Blizzard hier auf. Hört er? Okay, lassen den Schlafsack mal liegen. Wie kalt ist denn das jetzt? Ja, ich versuche aus dem Windschatten zu kommen, das ist gar nicht so einfach. Minus 19 Grad. Ach, hier liegt einer. Ist ja geil. Und hier? Minus 17. Ja, es ist nicht sehr warm, sag ich mal. Okay, weißt du was? Wir gehen nochmal in die Höhle rein. Ja, das bringt so nichts. Das ist einfach zu kalt. Wir müssen es wieder rückwärts machen. Die Temperatur steigt. Hallo. Ja, dann geh halt hier lang. So. Ist nicht der Schlafsack. Muss da ja so langsam. Da ist er. Ja, hier steigt die Temperatur. Dann warten wir lieber noch. Ja, ich denke, das wird sich jetzt noch nicht beruhigen. Wir warten mal, bis es hell wird. Ja, jetzt wird es erstmal dunkler. Ja, vielleicht kann man das tatsächlich als hell bezeichnen. Ist auf jeden Fall besser als die Nacht zuvor. Hier sind nur Steine, okay. Okay, ein Wolf liegt hier, aber war nicht weiter hinten noch einer? Naja, das mit den Stöcken, das ist schon echt schlimm. Du hast es nicht leicht, mein Gott, du hast es nicht leicht. Okay. Da vorne liegt er, okay. Ganz auf der anderen Seite. Temperatur ist allerdings immer noch relativ frisch.
Ja, wenn man wüsste, ob was in den Kisten sein könnte, ob sich das lohnt. Ich meine, wir haben jetzt minus 7 geht ja noch, das ist nicht so extrem. Die sind aber weit oben, alter Schwede. Ah ja, das sind die Federn. Es wird jetzt auch heller. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, mein Gutster. Oh, das ist ja ein Monster. 14 Minuten. Ja, wegen der Temperatur wahrscheinlich. Müssen wir das halt mit Werkzeug machen. Was ist das für ein Wetter? Oh, schön violett. Oh, ein rosa Wolf. Oh, mon chéri. Wir nehmen die Schnur auseinander. Ja. Ah, drei Müffel liegen gar kein Problem. Also schon ein bisschen windig, würde ich sagen. Nicht viel, aber man könnte es schon als windig bezeichnen. Was ist denn das hier? Minus 16. Naja gut, das kommt halt viel durch den Wind. Die Temperatur könnte man bis auf 6 Grad abblocken, aber vom Wind kriegt man nur 10 Grad weggeblockt. Naja gut. Vor allem, wenn man da über den Bäumen da guckt. Wie die Wolken da zählen, das sind ja Rekordtempos. 200 km/h oder was? Komm, das ist nur halbfertig. Naja. Da liegt der Schlafsack, da war gepennt. So, Därme raus. Können die nämlich schon mal trocknen. Das Fleisch kommt direkt daneben. Sehr schön. Sollen wir gleich ein Feuer machen? Ne, wir machen erstmal was anderes. Keine Ahnung, was können wir denn machen in der Zeit? Können wir irgendwas basteln? Nö. Hier nichts, haben hier nichts. Wie sieht's aus mit Kleidung aufmöbeln? Das können wir auch nicht, weil wir ja nichts dafür haben. Alles ja gut. Thank goodness. Made it through another night. Oh ja, Gott sei Dank. Ich schmeiß mal das noch raus. 72 Stöcke haben wir. Weißt du, was wir da machen? Wir schlafen eine Stunde ohne was zu essen. Ist das nicht geil? So, was sagt die Temperatur? Hervorragend. Also so viel leidet die Prozente da nicht bei einer Stunde. Eine Stunde nichts essen, das ist nicht so schlimm. Und schlafen sollte ja dann eigentlich noch weniger sein. Das ist so geil. Die Pilze bilden so sie ihre eigene Ebene. Ja, der Wind. Temperatur, na gut, da muss man halt durch. Das ist hier nur ein kleiner gewesen. Das war wahrscheinlich das Kind. So. I wonder if I can drop any of this gear. Hier müffeln wir nur zwei Linien, das ist ja lustig. Ja, das reicht leider nicht für den Loop, ja. Da muss man halt mechanisch das Feuer anmachen. Sind nur Steine. So. Einmal das. Und nochmal alles das. Guckt euch mal den Schlafsack an. Alter Schwede, wir brauchen einen Bär. Welchen Zustand ist der denn? Ja, halt das Maul, das ist unser Schlafsack. 65%? Wow. 35, okay. Das ist natürlich die Frage, ob das jetzt Bär sein kann. Aber das finden wir raus. Ja, das finden wir raus. So, jetzt machen wir erstmal ein Feuer. Haben wir eigentlich eine Fackel? Ja, wir haben ja gar nichts in der Richtung. Stimmt, deswegen war ja die Höhle so finster. Ja. Sehr schön. Ja, wir warten mal. Wir nehmen mal Tannen. Kloppen die mal rein. Gut. So, dann Topf dafür und brauchen wir eigentlich noch Wasser? Wie sieht denn das aus? Ja, vielleicht ein bisschen, nicht viel. Also schnell kommen wir natürlich nicht hier raus. Trocknen die? Hervorragend. Die trocknen. I might have to drop some gear. Ja, wir rücken das mal ein bisschen heran. Also wir schmeißen das mal auf die linke Seite. So, wenn wir dann hier kochen, dann
ist das besser so. Hallo? Machst du mal deine Knarre weg? Ah, sehr schön. Das Erfrierungsrisiko ist geheilt. Okay, komm, gib das auf. Dann machen wir jetzt einfach hier weiter kochen. Ah, kein Problem. Ja, wir lassen es auch da. Alles gleich fertig. Naja, das Wetter. Achso, nee, Quatsch. Da drauf. Feuer? Passt. Hä? Ah, das musste aufnehmen, um es abzulegen. Ja, gut. Jetzt haben wir natürlich noch einen Haufen Feuer. Aber das macht ja nichts. Dann machen wir einfach ein bisschen Wasser. Halt. Ja, wir können das sowieso nicht alles durchschleppen. Also essen wir schon mal eins. Damit wir da das schon vorbereiten. Weil wie der Raphael van Lierop ja gesagt hat, die Fährte, die man ja hat, wenn man jetzt Fleisch aufnimmt, so. Die beginnt nicht erst bei 2 Stück und jetzt hast du keine Fährte. Die wird sie nur erst angezeigt. Das war ja mal meine Vermutung. Ja, ach so, nur noch 17 Minuten bis zum Schmelzpunkt erst. Das ist ja sehr hervorragend. Wieso ist es jetzt bei mir so weit runtergegangen? Merkwürdig. 41 Minuten brauchen wir da noch. Also so, okay. Da muss was gehen. Ja, komm. Aufheben. Ja, wie viel Wasser haben wir denn jetzt? 5 Liter. Alter Schwede. Und ein Haufen Fleisch. Ja, wir haben jetzt erstmal genug in uns. Das ist gar kein Problem. Tag ist jetzt schon wieder fast rum. Das ist krass. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück und holen das Zeug, was da weiter oben liegt, mal her. Wir werden ja eh zweimal gehen müssen. Und dann nochmal jetzt den ersten Gang. Mal gucken. Ich würde eigentlich gerne wieder zurückkommen und dann in der Höhle pennen, weil da liegt ja doch das ganze Fleisch. Macht ja dann schon Sinn. Ja, ich nehme jetzt nicht weiter Stöcke auf, weil da haben wir jetzt echt wieder genug. Hier noch die ganzen Seile abknöppeln. Naja. Ja, ich denke, wir werden die Karte jetzt nicht noch weiter treiben. Wir werden aber noch mal, was wir auf jeden Fall noch machen, wo wir noch nicht waren. Also diese beiden Gipfel, da kann man übrigens raufsteigen. Also es sind ja, hier geht es ja zur Echo-Schlucht. Hier war die Schluchthöhle. Wir gehen jetzt hier hin. Und hier gehen wir ja dann raus, Richtung Berghütte. Oder hier so raus. So. Auf diese beiden Gipfel kann man noch steigen. Hier auf den kann man, glaube ich, auch noch irgendwo steigen. Und wir wollten, jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau, hier oben haben wir diese 3 Wölfe. Und ich glaube hier bei diesem, ne, der Heckteil ist ja Gipfel, ne. Das ist ja Gipfel, was? Ja, das ist der komplette Gipfel. Dann war das hier, genau, da wo die Leiche eingezeichnet ist. Der Motor, genau. Wir müssen halt hier mal hochlaufen und dann halt hier hochklettern. Und hier oben war ja noch ein Punkt, wo die Leiche liegt. Die müssen wir mal abgucken. Ja, natürlich. Was stehen wir denn? Uch, das ist ja viel zu viel. Ja, da müssen wir es ablegen. Wahrscheinlich das Wasser. Ja, und so wie es aussieht übrigens, wird es bei dieser, ich sag mal, einen Staffel, bleiben, was den Story-Modus betrifft. Das heißt,
Sie hatten ja, soweit ich das zumindest noch in Erinnerung hatte, war es ja eigentlich geplant gewesen, mehrere Staffeln zu machen, aber ich schätze, sie haben das ein bisschen verworfen, haben das vielleicht auch gestrafft, die Story dann, sozusagen, in eine, naja, in eine große Staffel. Also das heißt, es wird die, wie geplant, die 3 Episoden noch geben. Davon 3 weg und dann legt man vielleicht noch ein paar Schuhe raus. Was ist denn das Schwerste? Ja komm, dann machen wir. Die 3 Paar Schuhe bleiben hier. Die nehmen wir dann beim nächsten Mal mit. Also die werden auf jeden Fall kommen, die Episoden 3, 4, 5. Und sie soll, also die, der Story-Modus soll wohl auch 2019 dann beendet werden. Das soll also dann tatsächlich nächstes Jahr dann finalisiert werden, was dann auch gleichzeitig einhergeht mit, nehme ich stark an, mit dem Ende der Entwicklung des Spiels. Also sie sind ja noch dran an einem Speer, den noch zu implementieren als weiteres Werkzeug, also kruder Speer, wie es ja so schön heißt, und grober. Wo du dann irgendwie, wahrscheinlich brauchst du dann irgendwie so einen Zedernast oder sowas. Und auf jeden Fall werden sie noch irgendwas einführen für den Schaft, dass man den dann basteln kann. Und natürlich Steine. Das heißt, ich nehme nicht an, dass du diese Pebbles, die du halt für die Hasenjagd hast, sondern sie werden wahrscheinlich noch weitere Steine einführen. Keine Ahnung, was das dann für welche sind. Ob du irgendwas rausschlagen kannst mit einem Hammer oder so. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind sie da dran, noch den zu implementieren. Ich denke, das wird dann auch die letzte Waffe sein. Sie werden wohl noch ein bisschen an diesem Custom-Modus nochmal schrauben, weil diese Wolfsangst, da hat jemand gefragt gehabt, weil er das Gefühl hatte, die Wolfsangst kannst du ja sogar auf einen Maximalwert setzen. Das ist natürlich jetzt nicht jedes Mal dann, aber... die Person hatte halt sich geäußert, hat halt gemeint, sie hat das in verschiedenen Stufen ausprobiert und irgendwie keinen großen Unterschied festgestellt. Und hat halt gemeint, ja, an diesem benutzerdefinierten Modus, also diesen benutzerdefinierten Modus werden sie wohl nochmal anpacken. Nochmal etwas optimieren. Was das bedeutet, keine Ahnung. Und es wird auch noch Karten geben, aber sicherlich nicht viele. Also... Naja, wir waren doch schon mal hier, okay. Naja, ja, dann werden wir vielleicht... oh je, ich denke, wir werden noch dieses Mal noch gehen und wahrscheinlich das nächste Mal dann auch noch. Also wir werden wahrscheinlich noch 2 zusätzliche Gänge machen. Ja, das geht schnell runter, alter Schwede. Ja, und also das heißt, es sollen ja noch 3 Episoden kommen. Wenn wir Glück haben, kommen vielleicht noch 3 Karten. Das heißt, für jede Episode 1 Karte. Das ist das Cola. Nein, ist es nicht. Da können wir uns glücklich schätzen, ansonsten eher weniger. Und es werden auch nicht mehr so viele Updates kommen. Also das Ganze zu Deutsch wird auch irgendwann finalisiert werden. Und dann ist das Spiel so, wie es ist. Es wird natürlich noch in Zukunft weitere... ich habe gerade den Bären gehört. Verkäufe geben und vielleicht lassen sie sich dann doch überreden, dass sie dann sagen, wir haben jetzt nochmal 100.000 Stück verkauft und ich weiß ja nicht, wie viel sie da pro verkauftem Exemplar Gewinn machen. Ich denke, das hängt ja auch sehr stark davon ab, wie viel über welche Plattform sie das verkaufen. Ob das jetzt Steam ist oder ob sie das direkt über ihren Shop machen, da werden sie wahrscheinlich den meisten Gewinn machen. Keine Ahnung, oder sie haben ja auch machen ja jedes Mal auch bei diesen ganzen Rabattaktionen mit. Da werden sie dann natürlich noch weniger verdienen. Also das ist, ich denke, da hängt halt, also ich zeig das mal. Da kann man wohl an der Seite irgendwie auf diesen Gipfel und auf den Gipfel soll man wohl auch noch kommen. Theoretisch, das können wir uns ja mal bei Gelegenheit anschauen. Wenn wir die Holzkohle dabei haben, die liegt jetzt, glaube ich, noch in der Echo-Schlucht. Ja,
Muss man mal gucken, ob da überhaupt noch Updates kommen. Wahrscheinlich ist das ja nicht. Ja, der Bär ist mal wieder vor der Hütte am Michael Jackson. Und ja, sie hatten ja auch... Er ist jetzt halt vor... Also der Raphael van Lierop, der ist halt vorsichtiger geworden mit seinen ganzen Versprechungen, weil er hat halt schon viel gesagt, was er gerne machen würde. Und hat dann natürlich auch entsprechend immer wieder die Spieler enttäuscht, weil er es nicht einhalten konnte, aus unterschiedlichen Gründen. Und keine Stöcke. Und er hatte ja zum Beispiel auch gesagt, dass er dieses Körpergefühl machen wollte. Das ist ja, wenn du halt zum Beispiel diese Richtung Milton, da gibt es ja so ein paar Stellen, oder auch in Milton, also aus dem Trost und Marschland kommt Richtung Milton und auch in Milton, gibt es ja Stellen, wo du halt so sträucherbedeckte Hänge hochgehst. Naja, Gott sei Dank kommen wir da durch. Ich dachte schon. Und es ist wohl so, dass sie da wollten sie ja, war es ja immer so, du siehst ja diese so eine karierte Jacke. Hat er ja gemeint, er wollte das sowieso noch implementieren, dass du halt besser deinen Körper siehst. Füße, Beine. Wir sehen ja da gar nichts. Er hat das jetzt aber gedämpft und hat halt gesagt, wahrscheinlich wird das nichts, weil da ist ein Wolf. Rechts, auf 9 Uhr sozusagen. Ja, ja, ich würde ja gern zurückgehen, aber das Problem ist der Wind. Der Wind ist nicht wirklich optimal. Ja, und also das wird er wahrscheinlich nicht einführen, hat er schon gesagt. Also das ist wohl zu kompliziert. Es werden wohl etliche Dinge nicht kommen. Und er hat halt gemeint, er würde das gerne fürs nächste Projekt halt nehmen. Also zu Deutsch. Das nächste. Falls es First Person wird. Also er hält sich da jetzt mehr Sachen offen. Ich denke, er hat dann im First Person schon Gefallen gefunden, weil da hast du halt die größte Immersion, wie es ja so schön heißt. Mist, jetzt habe ich die Skihose weggelegt. Na so ein Mist, warte mal, da war es. Nee, ist sie das? Ja, das kann sein. Sieh die mal wieder an. Ja, das sieht so aus. Okay. Okay. Was haben wir denn noch? Naja, jede Menge Holz. Da ich nix. Holz. Also die Stöcke halt. Ja, wobei der Wind hat ein bisschen gedreht. Dann können wir das lassen. Hier sind ja schon 99 Stöcke. Dann ist ja gut. Und jetzt 166 da drin. Alter Schwede, das Ding brauchen wir ja eigentlich nicht, weil wir haben ja eine 100%ige Chance mit dem Feuerstahl. You could eat anything. Echt, du könntest alles essen. Weißt du, was wir da machen? Oh, das Essen weg. Ah ja, die Federn. Ich schmeiße jetzt erstmal da rein, das ist später schneller zu nehmen. So, wie sieht denn die Trocknungsgeschichte hier aus? Echt? Die Ahornschösslinge sind auch schon fast fertig. Und die Därme sind schon fertig, das ist ja der Hammer. Naja, komm. 80%. So. Ja, ja, bleib von dieser Ecke weg hier, ich sag's dir. Ja, also es werden viele Dinge nicht kommen. Das Spiel wird letzten Endes, denke ich, insgesamt so bleiben, wie es jetzt ist. Was jetzt nicht unbedingt ein Nachteil ist. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass man da jetzt gleich traurig drüber sein muss. Weil das Spiel ist ja schon sehr featurereich. Es könnte besser sein, natürlich. Die Frage ist halt, was macht Hinterland Games als nächstes? Welchen Typ von Spiel macht es als nächstes? Gibt es ja doch ein paar Ideen, die man machen könnte. Ja komm, wir rennen mal ein bisschen, weil, ganz ehrlich, Junge. Und so wird das sonst nichts mit dem Pennen, weißt du das? Naja, der Wolf da auf 3 Uhr.
Das ist 9 Uhr. Ach, was habe ich denn vorhin gesagt? Habe ich vorhin gesagt 3 Uhr? 9 Uhr? Ich meine 3 Uhr. Ja, gut. Ja, verkehrt rum die Uhr. Bei mir gehen die Uhren rückwärts. Ich hoffe, dass sie mal wieder, ich sag mal, eine normale Map machen, weil, Alter Schwede, das hat jetzt aber lang gedauert, bis der Rechner sich das da gelegt hat. Merkwürdig. Hauptsache, er kann nicht mehr rennen übrigens, der feine Herr. Das war sein einziger Grund, wieso... Ja, halt's Maul, ganz ehrlich, du wolltest einfach nicht rennen, du Penner. Dann verstauche ich mir lieber einen Knöchel. Also, wo ist denn der Bär jetzt wieder eigentlich? Ja, total realistisch. Das ist ein Schwachsinn. Ich hätte jetzt lieber 12 Stunden gepennt, aber wenn der feine Herr das nicht will, dann kriegst du halt nicht so viel Schlaf. Komm, lauf zu, ja, rennen. Hm. Ja, also ich würde gern, genau, ich hatte das Thema auch angefangen. Ich würde jetzt gern mal wieder eine normale Map haben. Ich meine, irgendwie habe ich das Gefühl, es wurde immer eher kniffliger als normaler. Ich meine, ja, die Milton-Map hatte schon relativ viel Loot. Das haben sie halt gemacht wegen Episode 1 und 2, damit du halt da gut starten kannst. Und jetzt haben sie ja diese... Ach, wie heißt es jetzt wieder? Wie heißt denn die Map eigentlich? Warte mal, gehen wir auf die Welt. Stummflusstal, genau, was weiß. Hushed River Valley. Das haben sie ja eingeführt. Wahrscheinlich hat das irgendwas mit der Astral zu tun. Nehme ich mal stark an. Und ich sag mal, das ist ja sozusagen wie der Wolfsberg, nur halt noch extrem. Es wäre ja schön, wenn sie mal wieder so eine Map machen, ich sag mal so ähnlich wie Pleasant Valley oder wie Rätselsee. Leute, viel zu gut, ich werde bald Erste Hilfe brauchen. Ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, du brauchst nicht nur Erste Hilfe, du brauchst am mindestens mal bis zur fünften Hilfe. Komm, wir sind gleich da. Jo, jetzt lauf zu. Ich bin ja froh, dass sie zumindest die Laufgeschwindigkeit, wenn man sich das ja so anguckt, das ist ja schon, ich sag mal, Joggen. Also Joggengeschwindigkeit, zumindest meine Joggengeschwindigkeit, wobei, jogge ich so schnell? Ich glaube nicht mal. Es ist ja schon eine gute Geschwindigkeit, die ja da dahin geht. Wenn das jetzt, was war das für ein Blitzer? Wenn das jetzt real wäre, das wäre ja ewig. Boah, da würdest du ja einschlafen vor dem Rechner. Vor allem, da müsstest du wahrscheinlich die W-Taste auch mal festklemmen können. Also Shift-W oder so, dann ist die erstmal fixiert. Ja. So, wo stehen denn die Därme? Sollen wir übrigens, müssten wir noch eintragen. Naja, 9%. Das machen wir vielleicht auch. Erstmal den Schlafsack raus. Und der feine Herr. So, nee, ich wollte Journal... warte mal, eins weniger. Wolfsberg, Schluchthöhle. 4. Därme. Komm rein. Haben wir irgendwo noch ein kleines? Das ist ein großes. Das auch. Das auch. Das ist ein 636er. Ah ja, schlagen wir uns halt den Ranzen voll, gar kein Problem.
Wie viel Holzkohle haben wir eigentlich hier? Nummer 4, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir schlafen 4 Stunden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge, ihr wisst, was wir zu tun haben. Weiter transportieren, das kriegt man dann fertig. Ich hoffe, wir kriegen es in einem Gang. Das wäre cool. Und zur Not gehen wir halt langsamer, das ist jetzt nicht das Problem. Und dann würde ich gern, wie schon gesagt, nochmal rückwärts den Weg gehen, mit dem wir gekommen sind, vom Gipfel herunter, um da mal zu gucken, was da auf dem einen Seitengipfel ist. Und vielleicht schaffen wir die 2 Gipfel neben dieser Bärenhöhle, an der wir ja vorbeigehen. Die ja sozusagen uns quasi jetzt links oben irgendwo müsste die von der Orientierung her sein. Das machen wir auf jeden Fall. Naja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.